schön, dass ich hier wohnen darf. Oh, wo sind die Kinder? Da ist ja eine Kamera und die Canan. Sind die Kinder etwa da drin? Hexe, nein, wir wollten noch ein Video drehen. Schon vergessen? Ach ja, stimmt. Aber hast du die Kinder in Diamantensteine verwandelt? Wo sind sie? Hexe, hör bitte auf mit dem Quatsch. Die Kinder sind doch wegen dem Coronavirus zu Hause, das weißt du doch. Ist ja gut. Ja, hallo Kinder. Wie geht es euch denn? Mir geht es ganz gut hier im Kindergarten. Ich bin hier eingezogen und wohne jetzt für immer hier. Und mein Freund, der klebrige, schleimige Frosch, wohnt auch hier im Kindergarten. Lasst uns meinen neuen Nachbarn besuchen gehen. Klebriger, schleimiger Freund Frosch, bist du daheim? Wenn ja, komm doch ans Fenster! Aber natürlich bin ich zu Hause. Ich bin immer zu Hause. Und bleibe gesund. Grüße dich, Hexe. Wie geht es dir? Boah. Mir geht es ganz gut. Ich mache einen Spaziergang und habe dir ein Geschenk mitgebracht. Außerdem ist hier eine Kamera. Schau hinein und begrüße die Kinder. Wo sind die Kinder? Hier drin etwa? Hallo, Kinder! Sie sind zu Hause. Du bist nicht nur klebrig und schleimig, sondern auch unaufmerksam. Du bist gemein. Ich möchte, dass du damit aufhörst. Weißt du denn überhaupt, warum ich so klebrig und schleimig bin? Anscheinend hast du keine Ahnung. Unsere Haut wird mit einem schleimigen Sekret vor einer Austrocknung bewahrt, was zugleich vor Bakterien schützt. Oh, das war wirklich nicht nett von mir. Entschuldige, Frosch. Ach, eigentlich hatte ich was Nettes vor. Ich möchte dir was schenken. Etwas Nettes von dir? Was meint ihr, Kinder? Sollte ich die Entschuldigung annehmen? Ich nehme deine Entschuldigung an. Was hast du denn da in der Hand? Was hast du mir mitgebracht? Was grün ist. Saftig. Knackig. Ein Apfel. Magst du einen weißen Frosch? Die Szene kenne ich doch irgendwoher. Warum nicht? Der Apfel ist nicht giftig wie bei Schneewittchen im Märchen. Ich vertraue dir. Wegen dem Coronavirus würde ich nicht reinbeißen. Immer wenn ich von draußen
komme oder einkaufe, lege ich das Obst und Gemüse erst einmal ins Wasser mit Essig ein, damit Bakterien und Viren absterben. Erst dann würde ich es essen. Außerdem, liebe Hexe, wir Frösche fressen keine Äpfel. Aber den Wurm im Apfel könnte ich verschlingen. Oh, das wusste ich nicht. Ich sehe es. Wow, du hast auch keine Maske an. Für deine und unsere Sicherheit ist es wichtig, eine Maske zu tragen. Stimmt es, Kinder? Was? Sehe ich, gründlich die Hände zu waschen? Abstand zu halten ist auch ganz wichtig. Und beim Husten und Niesen in die Armbeuge bitte. Oder, Kinder? Werde mich an die Regeln halten und lege dir den Apfel vor die Tür, Frosch. Danke. Weißt du was, Hexe? Ich singe dir mal ein Lied dazu. Dann sing mal, bitteschön. Einmal Applaus. In diesen Virus-Zeiten muss ich Abstand halten, denn damit zeige ich dir, ich mag dich. Ja, ich mag dich. Ja. Richtig Abstand halten, dann 2 Meter bitte. Kein Drücken, Küssen, Spucken und kein Hände schütteln mehr. Mit Oma nur noch Videofon, auch wenn's mir nicht gefällt. Husten in der Armbeuge, das versteht sich doch von selbst. In diesen Viruszeiten muss ich Abstand halten, denn damit zeige ich dir, ich mag dich. Ich mag dich. Geh ich einmal aus dem Haus, ist das nicht anders möglich. Jeder muss mal raus, dann ist Händewaschen nötig. Komm ich also draußen, muss ich die Hände waschen, dann gibt's kein Wenn und Aber, das muss ich einfach machen. In diesen Viruszeiten musst du Abstand halten, denn damit zeigst du mir, ich mag dich. Ich mag dich. Wenn ich woanders bin, Achtung mit Flaschen trinken. Mama ist der Profi im Desinfizieren. Am besten nichts berühren und Hände in die Taschen. Fass ich mir nicht mehr ins Gesicht, vor dem Händewaschen. In diesen Viruszeiten muss ich Abstand halten. Denn damit zeige ich dir, ich mag dich. Ich mag euch. La 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 la. Wow. Tolles Lied, Frosch. Toll. Danke. Wow. Sag mal, Frosch, ist dir zu Hause nicht langweilig ohne die Kinder? Hier im Kindergarten? Wir hatten so viel Spaß mit den Kindern. Wir spielten Riese und Zwerg, Schlafkönig und Mäuschen in der Mitte. Ich vermisse sie so sehr. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, Kinder. Guck, Frau Hexe, wir drehen noch ein Video für die Kinder. Sie werden uns doch sehen. Wow. Ich
euch meine Fotos, was ich alles so spiele. Vielleicht, Kinder, könnt ihr uns eure Fotos und Bilder per Brief zuschicken. Was ihr alles so zu Hause macht. Oder ihr probiert einfach meine Spiele hinaus und erzählt mir, wie es war. Ich würde eure Briefe an die Kindergartenfenster hängen, damit eure Freunde und eure Erzieher es wiederfinden können. Ihr könntet auch bei einem Spaziergang eure Briefe selber bei uns im Postfach einwerfen und andere Briefe und Bilder am Fenster betrachten. Wir freuen uns auf eure Briefe. Tschüss, Kinder. Tschüss zusammen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald, liebe Kinder. Bleibt gesund. Wow. Tschüss, Kinder.